das Dach von Utwin. Stabhochspringer dementsprechend, obwohl, ja, nehmen wir mal eine Hochwalnuss mit. Moment, machen wir es so. So, 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 so. So, wenn man die Dinge übersieht. Grübel, Grübel, Grübel. Nehmen wir eben so eine noch mit. Ach, was soll's. Zunderhölzer können leider keine Kohle anzünden. Kohle? Kohle? Ein Kohl? Zwei Kohls. Kohle? Kohl? Ein Helmut Kohl? Zwei Helmut Kohls. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ob das Ding Kohl anzünden kann. Ich nehme jetzt einfach Kohl als Plural. Aber was ernsthaft, das beschäftigt mich jetzt gerade. Ein Kohl, zwei Kohl. Das bleibt so. Interessant. Ist ja fast so toll wie Tunnels. Tunnels sind toll. Ja. Und weh, du stirbst nicht, dann steig ich dir aufs Dach. Oh Gott. Man sieht, wie verzweifelt ich bin mit meiner Themenwahl. Die Witze werden flacher. Man könnte meinen, das Niveau steigt, wenn wir auf dem Dach sind, aber leider ist dem nicht der Fall. Tut mir leid für die Leute, die sich gefreut haben. Ach ja, die Musik ist schön in dem Spiel. So schön beruhigend. Blub. Hinfort mit eurem Kopf. Er steht mir im Weg. Er ruiniert mir die ganze Sonne. Mehr Töpfe. Da brauchen wir jetzt wieder neu. Na gut, worüber wollt ihr denn sich? Ihr könnt übrigens auch sehr gerne, da habe ich überhaupt nichts dagegen, wäre eigentlich eine klasse Idee, bevor ich wieder ewig lang nach Themen dann spontan im Let's Play suchen muss, worüber ich jetzt gerade so toll reden könnte. Weil das Problem ist, wenn ich mir im Voraus Themen aussuche, vergesse ich die zu... Oh oh. Vergesse ich die zu gerne wieder. Von daher sorge ich gerne ein wenig vor... So. von daher sorge ich gerne... jetzt habe ich vergessen. Ist ganz toll. Also, was ich sagen wollte... falls ich mir für ein Let's Play... irgendwas vorher merkt, dass ich sage, dieses Thema könnt ihr ansprechen, vergesse ich es meist überhaupt anzusprechen. Von daher würde ich mal sagen, ihr könnt mir gerne mal Vorschläge machen, was ich sagen könnte in so einem Let's Play. Also ganz im Sinne von, sagt mal, über welches Thema ihr gerne wollt, dass ich mal spreche, wenn mir gerade nichts einfällt. Eventuell fällt mir was dazu ein. Mehr als Nein sagen kann ich schließlich nicht. Besser gesagt, mehr als nichts wissen kann ich ja nicht. Hinfort. Von daher versuchen kann man es ja mal. Ihr könnt mir gerne sagen, über was ihr gerne hören wollt. Irgendwelche aktuellen Themen. Aus der Politik und der Welt, obwohl ich mich aus der Politik ein bisschen raushalte, muss ich sagen. Politik ist, ich weiß nicht. Wie sag ich das immer so gern, was die Politik angeht? Bei einer Wahl wählt man zwei identische Bohnen aus der genau gleichen Schote. Besser gesagt, mehrere identische. Nee, das war auf die US-Wahl bezogen, stimmt. Den Spruch, den ich für die Bundeswahl hatte, war, man wählt aus Erbsen aus der komplett identischen Schote. Also dementsprechend. Also ich bin ein Verfechter der Meinung, der sagt, eigentlich ist es ziemlich wurscht, was von der Partei heutzutage an die Macht kommt. Im Endeffekt wird das sowieso von woanders gesteuert. Oh nö.
Nein, nein, nein. Nein, verpflanzt, verdammt. Sollst du nicht dahinter? Sieht doch doof aus. Oh Mann. Machen wir mal ein paar Schnabber. Schnabber. S-C-H-N-A-B-B-A. Schnabber. Das ist der jüngere Bruder von Kaba. Mhm. Den Fehler holen wir gleich wieder raus. Das ist das Beste, was man machen kann. Vorne kann auch einer hin. Ach, der Eimer-Zombie wird gleich weggemampft. Das ist schön. Im Übrigen, diese Kombination funktioniert. Wenn die Zombies nah genug sind, diese Hochwalnuss anzuknabbern, kommt Schnapper ins Spiel. Macht Mampf. Jetzt gehört. Ich weiß nicht, wie gut so ein Zombie schmeckt, aber naja, ihm scheint es zu gefallen. Im Übrigen, stimmt, könnte ich auch mal ansprechen. Ich habe vor kurzem mal einen lustigen Zombie-Film gesehen. Na gut, richtig. Er war ein bisschen lustig aufgezogen, klar. Also ein bisschen still. Ich glaube, da stand sogar Horror-Komödie dabei. Aber an sich war es eine ernste Thematik, aber ist es trotzdem an einigen Stellen einfach ein bisschen lustig einfach. Und zwar Return of the Living Dead. Von 1985 der Film, glaube ich, aber ich finde, er war echt gut gemacht. Für diese Zeit auf jeden Fall. Bitte lass meinen Schnapper in Ruhe, du blöde Zombie-Brut. Aber das war ein Film, den ich echt lustig fand, muss ich sagen. Also, an einer Stelle hat er mich... Kurz durchatmen. Alles wird gut. Ich hasse es, wenn ich so eine Sprachstörung auf einmal drin habe. Auf jeden Fall hat er eine schöne Stimmung erzeugt. Fand ich eigentlich echt toll. Mampf. Ach, der hat ihn ja weggefressen. Mensch. Und hat aber gleichzeitig ein paar echt lustige Sachen reingeworfen, weil ich muss eins sagen, die Zombies in diesem Film sind echt intelligent. Das ist Wahnsinn, sowas kennt man normal gar nicht. Einziger Film, von dem ich gesehen habe, dass Zombies auf irgendeine Weise dazugelernt haben, war bei... jetzt komme ich gar nicht auf den Namen. Toll. Letztens bei Carbolato mein Let's Play angeschaut, da hat er den Film erwähnt und ich habe ihm gesagt, ja, so hieß der Film, jetzt vergesse ich ihn, selbst wenn ich es mal erwähne. Ach, das sind die halt mit so Trucks rumgefahren. Dann haben die Zombies so getötet. Und dann haben die Zombies angefangen dazu zu lernen und wie man Waffen benutzt und solche anderen Sachen. Aber ich muss sagen, bei dem anderen, Return of the Living Dead, ist es echt lustig gemacht, dass die Zombies wirklich denken können. Obwohl man sich das so rein logisch gar nicht vorstellen könnte, wenn das Gehirn schon fast gar nicht mehr funktionstüchtig ist. Aber ja. Es sind denkende Untote und das ist, ich kann eine Filmempfehlung rausgeben, Return of the Living Dead. Lohnt sich anzuschauen, ich hatte meinen Spaß dran. Vor allem, weil das Ende auch mal ein bisschen anders ist, als man sonst von solchen Zombie-Filmen kennt. Falls die Walnuss jetzt stirbt, gefressen wird, können wir noch eine Kirschbombe hinpflanzen, dann ist... die Show gelaufen. Aber die Walnuss hält noch was aus. Ihr seht, die Kollapulte machen ein bisschen mehr Schaden als die Erbsen. Kanonen. Müssen sie auch, die schießen ja langsamer. Und was haben wir denn da? Das sieht aus wie Mais. Maiskolben hatte ich auch lange nicht mehr. Schmecken ja lecker. Das Kornapult. Ja, das Kornapult. Schleudert Maiskörner mit Butter auf Zombies. Was das bringt? Leckeres Essen. Nein, natürlich nicht nur leckeres Essen, sondern das hat seinen Effekt. Das Kornapult.